Meine Lieben, herzlich willkommen. Nächste Folge Bellride. Früher morgen. Und was soll ich sagen? Die Rebellion ist gestartet. Ich habe einen. Ja, wie heißt das hier? Dorf? Wie hieß denn das? Dorf? Ein Dorfglockenturm. Nee, habe ich überhaupt nicht. Quatsch. Ich habe mit dem Chef hier von Harndin gesprochen. Und hab gesagt, ich bin bereit. Ich bin überhaupt gar nicht bereit. Nicht mal ansatzweise bin ich bereit. Aber es geht los. Das Schöne ist, der... Gefühlt gibt's einen richtig heftigen Typen. Den habe ich am Dorfeingang getroffen. Und ich glaube aus Versehen mehr oder weniger. Hier bis ins Dorf geschleppt. Wo ist er denn? Ist er schon weg? Ist er schon despawned? Ich glaube ja. Ja, den habe ich auf jeden Fall mitgebracht. Den haben wir nach echt hartem Kampf. Also der Typ hat eine Rüstung. Ich habe ihn, glaube ich, mit dem Bogen, ich weiß nicht, wie oft gefühlt. Also ich habe immer das Gefühl, wenn das rote X kommt, treffe ich ihn am Kopf. Und ich glaube, ich habe ihm viermal in den Kopf geschossen. Das hat ihm überhaupt gar keinen Schaden gemacht. Dann haben wir hier mit Maria und irgendeiner hat noch mitgekämpft, ihn dann doch irgendwie platt gemacht. Haben wir, glaube ich, alle überlebt, ne? Ich glaube ja. Auf jeden Fall, ich glaube, der härteste Gegner ist schon mal tot. Aus irgendeinem Grund sind gerade vier Leute abgehauen. Also ihr habt sie da hinten vielleicht noch gerade gesehen. Die gehen einfach. Ich weiß nicht, wo die hingehen. Hier, guck mal. Das sind sie, die Briganten. Ja. Ich kann euch nicht sagen, wo die jetzt hingehen. Aber sie gehen auf jeden Fall aus Harndin raus. Was bedeutet, dass wir erstmal was essen... dass wir jetzt... Oh, ich hätte aus dem Bauch heraus gesagt, es waren 9 oder 10 Gegner in dem Dorf. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr noch die Hälfte vor uns. Ja, das Schöne ist, die greifen uns nicht an. Also, ja, gut. Ein paar sind ihrem Chef gefolgt, sind hier mal kurz an den Dorfrand gekommen, sind aber auch wieder abgehauen. Ja. Von daher, ich bin fast sogar optimistisch, dass wir relativ gut jetzt hier vorankommen könnten, vielleicht. Mal schauen. Genau, Harndin rebelliert. Also ich muss sagen, die sind immer noch ausrüstungstechnisch. Boah. Holy shit. Also in einem 1 gegen 1 würde ich viele von denen töten. Aber das Problem ist, wenn ich einen angreife, kommen halt alle anderen. Und das macht's echt richtig hart. Bogenschützen auch ganz, ganz böse. Also ich habe das Gefühl, wenn die mich 2, 3 Mal treffen, bin ich direkt tot. Im schlimmsten Fall mit einem Kopfschuss sowieso. Und ich knall den Pfeile in die Rüben. Es passiert aber einfach ganz, ganz wenig. So, ich glaube wirklich, es sind sehr, sehr wenig nur noch. Oh Gott, wen haben wir denn hier? Nahkämpfer oder Fernkämpfer? Wie gesagt, Fernkämpfer, ich glaube, mit denen kann ich es halbwegs aufnehmen, wenn ich so ein bisschen dodge und so. Scheiße, ist ein Nahkämpfer. Nee, ist ein Fernkämpfer. Soll ich den Baum schießen? Ja, ich schieße den Baum. So, das war ein schöner Schuss. Oh, und jetzt kommen alle. So, Abmarsch. Achtung, wir werden gleich Pfeile in den Rücken kriegen. Das war sehr knapp. Die sind einfach unfassbar gut, die Bogenschützen. Ich muss es einfach sagen. So, so ein bisschen wie so ein Hase. Einfach mal zickzack laufen. Ich habe halt super gute Ausdauer. Ey, ey, ey. Nicht abhauen. Ey! Wow, jetzt legt dann Turbo ein. Habe ich ihn getroffen? Nee, natürlich nicht. Warum auch? Ich bin 700 Kilometer entfernt. Was ist jetzt los? Okay, irgendeiner hat mich gesehen. Wir speichern mal. Also ich bin nicht getroffen worden. Das ist schon mal vorteilhaft. So, da kommt der... Scheiße, da kommen ganz viele.
Hier, 7. Alter Schwede, fickt euch ins Knie, ey. Ihr seid so unfassbar OP. Run, Buddy. Ja, ich weiß aber nicht, ob das so clever ist, wenn ich den mit in mein Dorf nehme, aber... Oh. Hä? Also, wenn ich den nicht getroffen habe... Alter, willst du mich verarschen? Ah, den habe ich doch hundertprozentig getroffen. Der war einen Meter entfernt. Leute, Leute, ey. Nein, renn nicht so weit weg. Oh! Ich habe irgendwie noch nicht so die richtige Taktik gefunden. Also im 1 gegen 1, ja, brauche ich gar nicht probieren. Wenn der einmal vor mir steht, ist vorbei, weil der halt auch so unfassbar krasse Waffen hat. So, da müsste doch eigentlich Lungen. Da ist er. Es gibt noch einen kleinen Trick. Man hier anwenden kann. Die können nämlich nicht hier rüberlaufen. Also über Mauern klettern. Man kann natürlich auch alternativ auf Dächer gehen. Problem ist, solange es Bogenschützen in diesem Spiel gibt, genau, bringt das mit den Dächern halt gar nichts, weil die schießen einen ja trotzdem kaputt da oben. Bruder, komm mal her. Läufst du hin? Was macht ihr denn? Oh, greifen jetzt mein Dorf an? Das wäre ja Bombe. Alter, das meine ich. Es ist unfassbar, wie krass diese Bogenschützen sind. Unfassbar. Oh Gott, sind die gut. Wow. I love them. Frage ist, ob es was bringt, wenn ich jetzt mein ganzes Dorf mitnehme. Also zumindest meine 6 Kämpfer, die ich habe. Weil wie gesagt, jetzt sind wir, glaube ich... what the fuck? Wer seid ihr denn? Ich glaube, die müsste ich mal töten. Die sind auch aus dem Dorf hier. Boah, das könnte jetzt ganz böse werden. Gibt es sowas wie Rüstungswaffen? Also gibt es, aber ich kann damit nichts anfangen. Ich werde sterben. Leute, wir haben ein kleines Problem. Ich will euch keine Angst machen, aber... Alter, wer hat mich denn gerade getroffen? Hier, Kopfschuss. Oh. Leute. Oh doch, der hat sogar richtig gelitten. Leute. Alter Bruder, lass mich doch mal in Ruhe! Oha. Es könnte trotzdem sein. Nee, ich muss. Sorry, ich muss erstmal meine Leute zusammengathern. Ich hole mal ganz kurz meine Leute, dann greife ich die 4 an. Wie gesagt, wenn hier welche sterben, ist scheiße, aber... da müssen wir durch. Ich weiß halt nicht, ob die ausgerüstet sind. Also bei den Nahkämpfern... Selbst bei den Nahkämpfern bin ich mir gerade unsicher.
Weil die aus irgendeinem Grund ihre scheiß Rüstung immer ablegen. So. Genau, wir geben Hackengas. Ich darf bloß nicht zu nah an Tila ran. Ich habe halt auch Zero Ausdauer gerade, ne? Aubrey, Gefährte. Guardian, Gefährte. Werde ich eigentlich verfolgt, ne? Nee. Wen haben wir noch? Isidor, komm her. Luvomir. Ey, sag mir nicht, dass du Hunger hast, Bruder. Nee, hast du nicht. Maria und natürlich Sel Freeman. Er heißt Sel Fermin, glaube ich. So, herkommen. Ja, ihr seid alle unzufrieden. Ist mir scheißegal. So. Da kommt noch jemand. So, kommt, 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 kommt. So, meine Lieben, das sind unsere Gegner. Habt ihr was zu essen bei? Ja, wir hatten Hunger von euch. Niemand hat Hunger. Speichern. Halten. Nur einer ist tot, also tot. Einer ist down gegangen. Sehr geil. Nee, hör auf. Cool, sehr gut. Das heißt, nochmal 4 weniger. Hallo? Oh mein Gott. So, was habt denn ihr dabei? Ja, die haben diese komischen Heiltränke. Kupfernägel. Weiß auch nicht. Oh, das war sehr gut. Der hat natürlich nur Pfeile bei. Mann, ich hätte gern seine Ausrüstung, ne? Das wäre schon Sahne. So, was hatten die anderen bei? Okay, auch so eine komische Heilsalbe. Ich weiß gar nicht, wie man die herstellt. Oh, Stroh. Okay, einen hat's erwischt. Aubrey. Ja, wird in Kürze wieder da sein. Aubrey ist Zweihänderin, okay. Sehr gut, meine Lieben. Ganz ehrlich, ich glaube, ich nehme die jetzt gleich wieder mit. Und versuche das Dorf jetzt zu erobern. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ist ja egal, wenn die sterben. Also, egal ist gar nichts, aber passiert ja relativ wenig. So, kommt mal bitte alle her. Also nicht alle. Habe ich noch richtig gutes Essen? No. Mehr. Kommt mal her. Stellt euch mal da auf. So, bitte nicht bewegen. Ah ja, guck mal, du hast ja richtig gutes Essen schon am Start. Easy auch. Oh, der hat sogar noch Dings dabei. Ja, ich habe den schon mal ein bisschen was Schickes zu essen gegeben letztens. Oh, du hast ein bisschen mehr Hunger. Und Zell können wir auch nochmal hier Witz geben. Ich selber pfeife mir auch nochmal was ein. So, warte. Achso, zweite Scheune ist natürlich auch fertig. Habe ich jetzt dann doch endlich mal... Ah, guck mal, fertig gebaut. Versteckte Keule, müssen wir mal gucken. Salben können hier rein. Das kommt auf jeden Fall rein. Du hast... Streitachs, ist okay. Du hast die verstärkte... Und du hast den Hammer. Bland stumm.
Nomade ist halt auch. Naja, okay. Geht sogar. Ja, gut, können wir dann doch hier lassen. Achso, Pfeile. Ruby hat noch 26. Ich denke mal, 30 werden erstmal ausreichen. So, dir gebe ich schon mal ein bisschen mehr mit. Scheiß drauf. So, meine Lieben, kommt. Mitkommen. Kommt ihr? Ja. Jetzt geht's los. Ich bin immer noch ein bisschen ängstlich, was das Speichern betrifft. Ne? Ich habe immer noch nur das Quicksave bisher gemacht. Ich meine, gut, was soll passieren, ne? Dadurch, dass die... dass sie mein Dorf nicht angreifen, sollte es eigentlich gar nicht so schlimm sein, wenn ich speichere. So. Zack. So, meine Lieben. Wir werden alle sterben. Aber das ist egal. Ich muss nur irgendwie gucken, dass wir die auf eine... auf eine Ebene bekommen, wo es nicht so unübersichtlich ist. Eigentlich hier wäre perfekt, aber ich glaube nicht, dass wir hier welche finden. Hallo! Jo, wir holen uns jetzt das... am Arsch, wir holen uns überhaupt gar nichts. So, da ist der Erste. Nah oder fern? Das ist ein Fernkämpfer. Bruder, don't move. Alter, hör mal auf, dich zu bewegen. Geil. So, da kommt der Nächste. Alter, ich bin so eine Pfeife. Oh mein Gott, geil. So, da oben ist gleich der nächste Kampf. Oh, ich glaube, da ist einer tot. Nee, doch, jetzt ja. Die haben halt unfassbar kranke Rüstung, ne? Wenn man sich das mal anguckt. Oh mein Gott! Geil, der nächste Tote. Ich habe noch zwei Leute. Wo sind denn die anderen? Okay, er ist tot. Also tot, ne? Im Kampf gefallen. Wird in Kürze wieder erscheinen. Leute, großartig bisher. Bin sehr... bin sehr stolz auf euch. Sehr, sehr geil. Wie sieht's denn essensmäßig aus? Könntet da auch wieder was vertragen, ne? Aber bei dir geht's sogar noch sehr gut. Okay. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, wie viele Gegner hier noch sind. Wie waren wir jetzt getötet? 3 oder 4? Also, ehrlicherweise, ich glaube, es können gar nicht mehr allzu viele sein. Ich sollte mal die Quest aktivieren übrigens. Ernsthaft? Ich habe das Dorf befreit?
Oh mein Gott. Leute, wir haben's. Wir haben es. So, jetzt müssen wir einen Spot finden, wo ich hier meinen Turm aufbauen kann. Was ist denn hier aus? Jo, hier ist doch schön. Let's show them what we're made of. Baue Dorfglockenturm, um Befreiung von Harndin einzuleiten. Leute, wir sind durch. Wir haben Harndin befreit. Oh mein Gott. So, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, glaube ich. Also, Kupfernägel 7. Oh mein Gott. So, 5 Baumstämme. Zehn Holz ist easy. Ich glaube, das Anstrengendere wird eher, das Ding aufzubauen. Flanken 15, das ist auch viel. Und 5 Seile, 8 Seile. So. Ich habe ja ausgeschaltet, dass Angriffe gerade stattfinden. Und ich meine, dass es... Habe ich nicht Kupfernägel am Start? Kann ich da schon mal welche reinschmeißen? Und ich meine, dass es so ist, dass die Leute halt irgendwann auch versuchen, dieses Dorf hier wieder einzunehmen. Was ja eigentlich Sinn macht. Dass der König oder wer hier auch immer das Sagen hat, irgendwann natürlich wieder versuchen wird, dieses Dorf hier einzunehmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch ausgeschaltet ist. Also ich habe ja die Option Raids. Waren es Raids? Spiel ist es? Überfälle. Ich weiß nicht, warum das übrigens schon wieder an ist. Hier, Briganten Reclamation Party Strength. Was? Very hard. Ja, genau, dieses Reclamation. Das ist das... Oder, ich mach das mal easy. Ich würde erstmal ein bisschen halt gerne vorankommen und meine Leute dann auch noch ausrüsten. Und ich brauche halt dazu leider die Apprentice Worker, also die verbesserten Arbeiter, spezialisierten Arbeiter. Ohne die bin ich aufgeschmissen, weil ich jetzt mittlerweile an dem Punkt bin, die Arme, dass ich die fast für alle Forschung jetzt brauche, also zumindest gebäudetechnisch. Ein Gebäude müssen wir noch setzen, das machen wir aber später. Und zwar den Gerber. Der Gerber. Den habe ich mittlerweile erforscht. Und ich habe, glaube ich, auch noch zwei Klamotten geforscht. Aber da wollte ich sowieso darauf warten, bis der Gerber gebaut ist und steht. Ich würde mal so... Obwohl, eigentlich müsste der hinten so ein Weber, ne? Der Gerber. Würde ich am meisten Sinn machen. Naja, okay. Lubomir Netherby ist unzufrieden. Das ist mir egal. So, Kupfernägel braucht jetzt noch 3, ne? Oder 4? Ne, 3. Ich sag mal 3. So, dann nehmen wir mal mit Holz, Seil und die 3 Kupfernägel. Baumstamm haben wir so auch. Seile. Ich hab ein. Ne, das ist eine Schnur. Okay. Warte mal, das kommt weg. Das kommt weg. Das hätte ich... Na, ich hätte auffüllen sollen, ist egal. Seile. Brauchen wir noch 3. Und Seile macht man aus... Nee, das war Quatsch. Ein Flachs, 2 Hanf. Also 3 Flachs, 6 Hanf. 3 Flachs, 6 Hanf. So. Dann können wir nämlich die Seile schon mal abschließen. Sag mal, Holz, ich hab doch... Letztens so viel Holz gesammelt? Es ist wirklich schon wieder das ganze gesamte Holz weg. Halt, da waren Kupfernägel. Kann ja nicht euer Ernst sein, dass schon wieder das gesamte Holz weg ist. Ich habe, glaube ich, über 30 Holz oder so gesammelt. Alles weg. Ja, den Weber, wie gesagt, würde ich eigentlich eher gerne hier hinbauen, neben den Weber. Nein, nein, abbrechen. So. Gut. Seile check. Kupfernägel check.
Holz sammle ich jetzt gleich noch auf dem Weg. Ja gut, und Planken muss ich herstellen lassen. Tja, und dann gucken wir mal, wann die Leute wieder zurückkommen. Also die Briganten, um Harndin einzunehmen. Und ob sie es überhaupt machen. Das wird noch lustig. Oh, da kann ich aber endlich mal ein paar Arbeiter dazu holen. Ich habe nämlich echt das Gefühl, dass ich mittlerweile viel zu wenig Arbeiter für diese ganzen Aufgaben habe, die ich hier mittlerweile ausgegeben habe. Das ist nämlich arg schwierig. Und wir müssen eigentlich auch viel, viel mehr Außenposten bauen. Ist mir jetzt in der Nacht wieder aufgefallen, an was es hier eigentlich alles noch mangelt. So, ich gehe mal da drüben in den Wald und schneide mal noch ein paar Holzer weg. Also wir müssen unbedingt jemanden haben, der wirklich Kupfer und Zinn regelmäßiger sammelt. Mann, Alter, keinen doppelten Ertrag. Ärgerlich. So, Holz weg. Cool, dann fehlen nur noch Baumstämme. Die kann ich aber auch schnell besorgen. Ich hoffe, dass hinter dem Dorf noch ein bisschen Platz ist. Ja, ich kann auch nichts mehr mitnehmen. So, ich hole mir noch mal ein bisschen was zu essen. Und dann geht's weiter. Ich habe ja auch noch Platz hier für, ich glaube, 6 oder 7 Leute. Essenstechnisch sieht's Bombe aus, also das... Daran scheitert's nicht. Oh, da ist Fleisch fertig. Bitte nehmt das Fleisch auch hier runter, ja? Ich mach's gleich mal direkt selber. Ah, ich hab schon gar keinen Platz. Ja, die Leute vergessen das wieder. Riesen muss ich. Ah, sorry. Okay, gut. Wir schmeißen erstmal alles weg. Dann gucken wir nach Baumstämmen. Und dann, ja, müssen wir nur noch Planken machen. Das werde ich aber wahrscheinlich in der Nacht machen. 27 Minuten. Ist ja doch schon wieder sehr viel Zeit ins Land gegangen heute, ne? Ich meine, gut, ich habe auch ein bisschen geladen. Ein bisschen ist gut. Ein oder andere Mal. Aber es war ja... Ach, Mann, Alter, scheiß Kletterei. Es war ja sehr erfolgreich. Okay, das... Ich hätte mir... Ja, gut, okay. Weiß man ja nicht. Wird ja eh schlecht. So müsste ich in Kampf ziehen, ne? So, da liegt noch eine Tote. Die sollte aber hoffentlich relativ zeitnah auch zurückspawnen. Ich glaube, spätestens dann, wenn ich... Obwohl, ich weiß nicht, ob ich schlafen gehe. Wahrscheinlich eher nicht, weil ich jetzt ein bisschen arbeite. Sollte es auch mit ihm wieder zurückgehen. So, Leute, ihr seid fast frei. I'm too ungarisch. So, Holz, 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 Holz. Kupfernägel, sehr gut. Seile. Perfekt. So, ich gehe Baumstämme sammeln. Ich verabschiede mich. Ich werde jetzt den Rest zusammen trommeln, hoffentlich über Nacht. Und dann sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Folge Bellride. Und dann werden wir den Glockenturm fertig bauen, die ersten spezialisierten Leute uns aneignen. Wir haben 6000 Ruhm. Also ich bin da sehr optimistisch, dass wir den einen oder anderen mitnehmen können. Ja, und dann können wir in die nächsten Forschung gehen. Ich freue mich, dass wir das hier hinter uns gebracht haben. Sehr schön. Meine Lieben, bis morgen und schönen Nachmittag euch.